Herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Evil Within mit Mark und Toffi. Moin Moin. Wir kämpfen uns weiter durch die schleimige Hölle. Durch dieses, ich muss sagen, so ein bisschen erinnert mich gerade so an Freddy Krueger, das Ganze hier. Mhm. So ein Nightmare. Oh Gott. Oh Mann. Oh Mann. Ich hab doch getroffen. Ey, willst du mich verarschen, wenn ich jetzt sterbe? Weil ich hab zweimal getroffen. So. So eine Munitionsverschwendung. Hey. Damit überraschte mich nicht mehr. Ich habe fucking 3 Dead Space Teile gespielt, wo immer die gleiche Mist kam. Irgendwann weißt du sowas. Bin ich hier in eine Art Nest geraten? Ach was. You don't say. Nee. hat mich so ein bisschen gerade aus dem Kontext gebracht. Oh. Ah, wenn wir jetzt Feuer hätten, könnten wir da wahrscheinlich schauen und sau viel Munition finden. So sind wir halt blöd. Stehen wir blöd da, meine ich. Vielleicht liegt hier irgendwo. Nee. Doch, da. Zwei. Ja. Ich glaube, wir kommen sowieso nur da weiter. Vermute ich jetzt mal. Relativ stark. Nee, Moment, da geht's oben weiter. Ja, dann schauen wir erstmal da unten. Mhm. Das war gerade so eine typische Dead Space-Szene einfach. Weißt du, da gibt es auch permanent, wo du irgendwie weggeschliffen wirst von irgendwelchen Viechern, musst dann rausschießen. Ich frage mich halt nur, was passiert, wenn du an der Szene keine Pistolenmunition hast aus irgendeinem Grund. Das ist dann instant Fail einfach. Ich freue mich immer über alles mehr als über den grünen Schleim. Obwohl wir jetzt schon ordentlich was haben zum Aufrüsten, aber irgendwie... Den Explosionsbolzen da? Hm? War noch ein Explosionsbolzen, ne? Täusche ich mich da. Tatsache. Boah, okay, das ist schon wieder einiges wert. Ey, das wäre bitter gewesen, wenn ich den übersehen hatte. Die Lichtschimmung finde ich hier ganz schön eigentlich. Mhm. Also Urlaub machen möchte ich hier nicht, aber... Also für ein Horrorspiel ist schon super. Ja. Oh, ich höre schon wieder unser... Boah, so viel Revolvermunition. Riecht ganz stark nach einem Kampf. Und ich höre schon Speicherraum in der Nähe. Ja, okay. Ich sammle aber nochmal die Munition, die hier davor liegt. Oh, Pumpgun. Sehr gut. Dann bitte... Ich sage, wir kämpfen gegen Tentakelmonster, wäre jetzt so meine... Nee, Moment. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte mich erstmal hier umschauen. Kann ich verkaufen. Cool. Ansonsten... Nee. Glaube, ich kann es mal weitergehen. Take a look in the mirror. Oh, war alles nur ein schöner... Ein furchtbarer Traum. Ein schön furchtbarer Traum. Haben sie etwas vergessen? Nein, ja, schau mal, seitdem wir den Vermisstenzettel gefunden haben, ist sie auch nicht mehr da. Von ihr. Ja, wir sind jetzt hier einmal zurück. Aber hast recht. Ja, vorhin war sie auch nicht mehr da. Nachdem wegen... Stimmt eigentlich, ja. Oh mein Gott. Mysteriös. Warte mal, haben wir eigentlich... Bitte? Oh, nee. Nee, wir haben keinen Schlüssel, falls das deine Frage ist. Nein, das weiß ich nicht. Ich kann dir garantieren, nee, grad, ob wird das, auch so bleiben. Ne? Ob das so dieses Schema ist von diesen Vermisstenanzeigen, dass sobald man einen findet, man kurz danach die jeweilige Person nicht mehr sieht in dem Spiel. Weil wir haben eine Vermisstenanzeige von dem Doktor. Ja, irgendwo. Da war es so, genau. Bei Joseph haben wir ihn danach dann zwar nochmal gesehen, aber jetzt ist er... Ja gut, nee, den sehen wir bestimmt nochmal in irgendeiner Form. Hier siehst du, deine ganze Theorie ist schon wieder in... Ja. Gut dünken aufgegangen. Ich frage mich, ob man auf den Crit der Pumpgang. Oh Mann! Würde ich auch schon fast wieder sparen. Ach, das ist alles nicht so einfach. Spannungsgeschwindigkeit reicht. Nee, das ist irgendwie doof. Die Magnum, ich weiß nicht, möchte ich nicht aufrüsten. Schadensmultiplikator der Person. Ach, man kann alle coolen Sachen gehen nicht. Ich hoffe, ich würde nochmal sparen. Wir ja, von mir aus. Machen einmal so richtig fett, wenn wir zurück sind. Ich finde es echt ein bisschen schade, dass wir sie nicht mehr sehen. Weil die gute Frau Gutierrez, wie wir jetzt rausgefunden haben, weil hatte immer sowas Heimliches, so ein heimliches Feeling, weißt du so. Man kommt nach Hause zu Frau und naja, Kinder nicht.
Mit Kindern und dann wartet jemand, der, ja, der sich schon auf einen freut, mit Kaffee gemacht. Kaffee, ja. Rostgebackener Speck. Oh, lohnt sich das? Spitze. Ja, ja, natürlich. Alternativ. Ja, gut. Man könnte natürlich auch sagen, wir lassen die hier liegen, aber das Spiel neigt dann aber auch dazu, einem hinter einem die Türen zuzumachen, weißt du? Ja, ja. Oh, ich dachte schon, das ist jetzt eine Kettensäge. Hatten wir bisher noch nicht in dem Spiel Kettensägen. Doch, halt, Schwachsinn, hat man natürlich eine Kettensägen-Tür. Ich hatte nur kurz überlegt, ob der eine Machete hat, aber das war eine Kettensäge. Wie immer, bevor ich irgendwas aktiviere, schaue ich mich erstmal um. Den können wir natürlich erst umstellen, wenn hier drin Strom ist. Das wird wahrscheinlich was mit dem... Da fehlen... Ah, ja, da fehlen Teile vom Verteilerkasten. Allerdings haben wir erst... Zwei. Und so wie ich das sehe, sind da drei. Und die Tür geht nicht. Die wir brauchen. Also würde ich mal schauen, ob man... Ja, da vorne findet man noch einen. Darauf trinke ich erstmal kurz einen Schluck. Ah, köstlich, köstlich ist nass. Das scheint mehr ein Rätsel zu sein. Oder ist wahrscheinlich ist es kein Rätsel. Moment. Ah, okay, rechts wählen wir die Sachen aus. Schau, da kannst du auswählen, ob du entweder Supply oder Lift aktivierst. Das ist jetzt die Frage. Was ist denn rechts ist... Any oder Aux? Ich keine Ahnung. Hä, was steht denn da ja? Aux irgendwie. Schauen wir mal, was passiert. Okay. Das war schon mal nicht richtig. Jetzt macht nicht so viel Sinn da an der Stelle. Umsetzen. Moment. Nee. Nein, das wollte ich gar nicht. Dann, gehen wir das wieder raus. Aha, das macht auch keinen Sinn. Umsetzen. Drehen kannst du hier nicht, oder? Ich wusste nicht wie. Boah, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Jetzt die Frage, warte mal, was wollen wir denn eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Entscheid du. Supply würde ich mal vielleicht. Ja, machen wir Supply an. Also einfach den jetzt da hinsetzen, genau. Nee, Moment. Das ist irgendwie ganz komisch gerade. Ja, warte mal, ist doch klar, du musst doch den rechts. Ja, ja, aber ich weiß nicht, wie man was irgendwo hin verlegt. Also, wie krieg ich das? Geh nochmal raus mit B verlassen, einfach, würde ich sagen. Und drück nochmal B. Nein, dann bist du komplett raus. Ja, toll. Das macht doch irgendwas. Verdammt, sehe ich aus wie ein Elektriker. Ja, das ist nämlich die Sache. Ich check das nicht, du kannst die Sachen nicht unabhängig voneinander bewegen. Das ist irgendwie ganz. Ich verstehe nicht, wie ich. Ich würde gerne eins auswählen und. Irgendwo einsetzen, aber das geht nicht. Achso, das geht nicht. Nee, der macht irgendwas. Ich check das nicht. Was ist, wenn du X drückst bei Umsetzen? Dann macht er gar nichts. Jetzt tu nochmal das Teil, das du gerade ausgewählt hast, zurück mit B. Dann geht doch raus. Okay. Und jetzt drück nochmal X. Jetzt haben wir's. Okay. Okay, also. Machen wir von oben nach unten. Mhm. Ja, gut. Ich würde das auch gern drehen, also irgendwie funktioniert das alles so nicht. Das muss ja definitiv dahin. Warte mal. Jetzt machen wir dann mal X drücken, dann geht er wieder zurück. Okay. Guck mal, das bringt ja gar nichts. Und das bringt auch nichts. Das bringt nur das, was beim allerersten. Und da musst du hin, das ist ja der Powerknoten sozusagen. Obwohl, warte mal, ich habe eine Idee. Also, nee. Okay. Jetzt warte mal ab. Genau, den dahin. Okay. Dann den Strich in die Mitte. Stimmt. Ja, ich hab ganz übersehen, das ist separate Energiequellen. Ich habe gedacht, das geht alles von dem Generator aus. Ah, jetzt habe ich es aus Prinzip verstanden hinter. Und jetzt toi. Hallo. Ich würde gerne. Drück mal A. Ja. So. Okay. Würde ich mal sagen, das passt dann so. Und dann schmeiß ich den Generator wieder an, oder? Geht nicht. Ja. Geht nicht. Oh doch, jetzt geht's. Naja, wieder die Geschichte.
Wow, Alter, das ist der T-1000. Oh ja. John Connor. Push. Ich hatte jetzt gerade ein bisschen Angst, dass er einen Instant-Kill macht. Aber das schaut mir so ein bisschen wie der Endboss aus. Das schaut ziemlich nach Endboss aus. Ja, viel Spaß, Marc. Wow. Ja, toll. Tolle Scheiße. Das Problem ist, dass ich immer Angst habe, dass die so Endboss-like halt eben okay. One-Hit-Kills machen. Alter! Ah, warte mal. Ja, ich warte jetzt nicht, ich renne weg. Nee, das meine ich nicht. Oh. Ich würde mal sagen, nicht unter einer Öffnung stehen. Das wäre, glaube ich, ganz guter Rat. Also immer von Säule zu Säule bewegen. Oh, ist wieder unten, oder? Ja. Boah, das spawnt. Nee, der schmeißt was auf mich. Ist ja mega nervig. Ist er schon wieder unten? Ich hab ihn gerade gehört, glaube ich, oder? Hey, ich stelle mich nicht unter diese Teile, oder? Das kannst du mal voll vergessen. Mhm. Oh, das. Nee, das schmeißt Sachen auf mich. Das ist eine Frechheit. Was muss man denn da machen jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich mache das auch gerade zum ersten Mal. Ich ignoriere ihn einfach erstmal eine Weile und kommt dann schon wieder her. Das ist so ein bisschen das. Weißt du, das ist so dieses auf Distanz gehen und dann so zeigen, oh, ich habe kein Interesse an dir. Das funktioniert auch so immer und ich hoffe, dass es bei ihm auch funktioniert. Ihr explodiert aber ganz toll. Du kannst sie auch, wenn du dich klug anstellst, ein bisschen vorbeispringen lassen. Ist nicht so einfach. Okay, pass mal auf. Bist du? Mhm. Musst du bestimmt irgendwas machen. Ich glaube nicht, dass du so lange vor dem wegrennen musst. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber du siehst, wo der das Zeug immer runterschmeißt. Da ist er dann wahrscheinlich. Hier zum Beispiel. Ah, so geht das. Oh. Ich würde mal sagen, das ist so der Punkt, wo ich mich mal heile. Ja, laufen kannst du es nicht, oder? Okay. Ja, das will ich sehen, wie du im Laufen eine Spritze ansetzt und deine Vene triffst. Hey. Nur weil du es nicht kannst, heißt es das nicht, dass Sebastian es nicht kann. Ja, okay. Ah, der ist da, okay. Oder? Alter, das ist jetzt doof. Muss man schauen, das tropft da ja so runter. Ja, ich weiß schon. Ich hab jetzt nur gedacht, weil die Viecher da rauskamen. Ach so, okay. Kommen alle von da, siehst du? Ach, da ist der doch, oder? Mhm. Nee. Ja, jetzt ist ja gut. Ich glaube, die kommen links aus dem Boden raus irgendwie. Nee, die fallen da schon runter. Ja, dann hier. Doch, schau mal. Ja, okay, die kommt tatsächlich aus dem Boden, das stimmt. Alter, ja, ist halt. Ja, dann schießt er mal drauf auf den Hügel. Verzeih. Ah, okay, so funktioniert das. Du hast doch noch Magnum. Ja, warte. Das ist jetzt. Weiß mich nie wieder auf sowas hin, oder? Okay. Aber ich hab getroffen, vergiss es. Alter. Die ist ultra unpräzise. Obwohl, vielleicht liegt auch dran, dass sie gar einfach kein Feedback gibt, die Waffe. Das kann natürlich auch sein. Oh Mann. Haha, so. Jetzt haben wir es. Jetzt weiß ich auch, wie es funktioniert. Okay. Alter. Sieht mich an, ich bin ein Endboss. Ich halte viel zu viel aus. Ey, ich benutze nochmal einen Spritzer. Das trinkt er. Alter, nee, komm. Ist ja gut. Bloß nicht einatmen. Ich stehe in seiner Giftwolke. So langsam weht mir auch ein bisschen hier. Also, die Düse. Granate auf den Boden.
Nee, was anderes. Ah, ja, 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 alle treffen, komm mal. Okay. Na! Doch, gepasst. Naja, okay, der ging da vorbei. Leider. Ja, ist ja gut. Wow. Der hält einiges aus. Ja, müssen wir mal schauen, dass wir mit der Muni hinkommen. Also seine Tarnung ist jetzt nicht so arm. Oh, weg hier. Ja, jetzt hat mich ungefähr jede Explosion erwischt. Naja, das mit der Muni, das wird so eine Geschichte hier. Ach, ich habe gar keinen Kältebolzen mehr, okay. Ist so nichts mehr an nützlichen Bolzen? Nee. Kein einzigen mehr. Ah, fuck. Ist noch Sniper-Muni? Ah. Ja, ist ja klar. So, hätte ich nicht alles in eine Packung machen können? Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ey, zum Glück liegt überhaupt Munition drin. Okay. Da sind bestimmt hier oben irgendwo drin. Komm, weg hier, weg hier. Ja, das Problem ist, jetzt habe ich leider den Bolzen da auch ein bisschen unpraktisch hingelegt. Ja, ich glaube, wenn da rechts ist er. Nee, der tropft da runter, genau. Ah, leider nur eine Wische. Der tropft da runter. Oh Gott. Ist das ekelhaft. Jetzt habe ich keine Munition. Ja, da sagst du noch das Richtige. Ich hab noch einen Sniper, aber. Hey, ich dachte mal, ich hätte mehr Munition für Sniper. Okay, ich nehme aber lieber erstmal die Pistole, ja. Hey, wir haben doch permanent Sniper-Munition gefunden. Nie welche verbraucht. Hey, der frisst aber Muni, das ist ja wirklich sensationell. Ja, ist ja gut. Blendbolzen was gegen ihn? Ich versuch's mal. Ja. Sniper. Okay, ja, ich hab's leider nicht auf die Kurzwahl-Tasten gelegt. War das? Yes. Hat alle Munition gefressen. Aber komplett. Wirklich alles. Ein Streichholz hätten wir noch gehabt. Ja, das hat aber nicht funktioniert gegen. Ja, jetzt haut er ab. Das ist dem dann peinlich. Ja. Alter Schwede. Ey. Boah, 10.000. 10.000 Mäuse. Oh ja. Gibt's hier wirklich? Ich habe keine Munition mehr. Für nichts. Also jetzt kann irgendein dahergelaufener kommen und ich bin weg. Ja, wir können uns halt nur prügeln mit dem. Jetzt schauen wir aber erstmal, vielleicht liegt ja doch noch was hier. Ja, ich höre schon den Speicher rum oben, den werde ich auch nutzen, sobald das möglich ist, aber. Ah, das war jetzt schon hart. Der hat nicht krass ausgeteilt. Also den Schaden, den wir erlitten haben, haben wir eigentlich nur durch diese Maden erlitten. Ja. Die waren ein bisschen nervig, aber theoretisch hätte ich es auch das ein oder andere mal besser ausweichen können, aber das macht eigentlich nichts. Okay, hier liegt tatsächlich nichts mehr. Ja, die Leiter benutzt er nicht, das fand ich jetzt irgendwie lustig. Die Chose ist halt nur die, er hat unglaublich viel ausgehalten. Ja gut, hier ist nichts mehr. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir mal zum Speicherraum. Vielleicht ist ein Sprinten zu investieren auch nicht eine doofe Idee. Naja, okay, ist nichts mehr. Oder was meinst du? Sprinten wäre vielleicht gar nichts. Kommt drauf an, wie teuer es ist. Ja, schon relativ teuer, aber. Ich würde sagen, erstmal Crit für Shotgun oder. Warum lädst du nach? Was soll denn das? Ich weiß nicht, aber die Chance ist halt die. Ich glaube halt, dass wir das durchaus gegen den einen oder anderen Endboss halt auch noch brauchen können. Dass wir ja, weglaufen. Dann lass einmal sprinten machen. Ja. Maximal Sprintdauer 9000. Ja, dann können wir es ja locker danach noch 30.000, okay, die maximale machen wir nicht. Nee. Zu sparen oder was? 14.000? Ja, das ist ja der gleiche Betrag effektiv, wie wir vorher hatten. Für was wollten wir das gleich noch? 16.000 wollten wir uns aufgeben. Genau.
Okay, jetzt überspeichern. Nee, Moment. Jetzt habe ich das große Tabu begangen, dass man eigentlich nicht hingehen sollte und den letzten Speicherpunkt überspielt. Ja. Aber in meinem Hochmut habe ich das jetzt einfach mal gemacht, in der Hoffnung, dass wir noch Munition finden. Sonst haben wir ein Problem. Ja, sonst haben wir wirklich ein Problem. Mhm. Sonst das halbe Spiel nochmal durchspielen. Mhm. Ja, also ziemlich viel können wir auf jeden Fall nochmal durchspielen. Hey, es gab sicher auch ein Autosave. Irgendwo. Nach dem Endboss wahrscheinlich. Okay. Müssen wir hier nochmal. Können wir jetzt irgendwann was mit diesem. Wozu haben wir denn diesen blöden Schaltkreis da? Ich hab's auch nicht verstanden. Ja, um hier wieder in Gang zu setzen. Aber ich hab. Naja, macht. Oh, da sind gerade ein paar Sachen aufgegangen. Hast du gesehen? Ja. So. Eine. Aha. Ah, ich dachte, das wären so. Schlösser oder sowas, aber da ist es. Boah, so viel Ausrüstung. Ey, das ist auch richtig so. Ich finde, so soll es eigentlich auch sein, dass du nach dem Endkampf halt gleich wieder Munition findest. Mhm. Um so ein bisschen den Flow zu halten. Ja. Das hat ja das Spielen an manchen Stellen meiner Meinung nach zu wenig gemacht, dass du dann eher danach auch wirklich bescheiden unterwegs warst an Munition. Aber so jetzt, das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Ja. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles. Können wir mal schauen, aber nee, ist nichts mehr. Hier steht auch nichts. Ansonsten ist hier nichts aufgegangen da vorne. Ich würde mal gerne da unten drunter schauen. Nur mal so. Ah, mhm. Grüner Schleim, okay. Wir müssten eigentlich gehen. Putz, und gleich so zermalen hier. Ja, ich weiß, was du denkst, aber nee, das machen wir gehen jetzt nicht nochmal zurück, sondern. Hä? Was? Ach so, ey. Ah, Quatsch. Das ist natürlich Quatsch. Wir schauen mal weiter. Das Level würde ich noch gern zu Ende machen in der Folge, wenn es denn möglich ist. Also ich schätze mal, nach dem Endkampf wird wohl nicht mehr so viel kommen. Ich glaube auch nicht. Nochmal Level Nummer 11 sei gegrüßt, nochmal ein Endkampf. Ja. Einfach mal zwei Endkämpfe in einem Level reingesetzt. Ja, gut, dass sie die Schatten schnell weggemacht haben. Die waren nämlich sehr schlecht aufgelöst an der einen Stelle. Ach, schon wieder. Ich höre da jemanden laufen. Bist du, glaube ich. Ja, das bin ich. Hast recht, natürlich. Nee, vielleicht war es auch kein Laufen. Das war auf jeden Fall irgendein lauteres Geräusch. Ah, liegt da nochmal was. Warum die das nicht in ein Glas packen, verstehe ich auch nicht. Ja. Total die Verschwendung. Ist voll bescheuert einfach. Das ist wegen, weil die so komische Maßeinheiten haben. Weißt du, das ist genau wie in Deutschland die Gallone nicht typisch ist. Ja, zu Recht. Ja, okay, die ist. Oh! Yes! Schlüssel mal. Ich glaub's ja nicht. Gallone und Barrel und viele von den amerikanischen Maßen einfach irgendwie ein bisschen willkürlich sind. Als Einheit per se, aber so, ich finde generell zum Beispiel eine Gallone für Wasser schon ganz cool. Also speziell bei denen ist es ja notwendig, weil du mit dem Wasser, was die haben, ja auch nicht kochen kannst. Weil da relativ viel Chlor enthalten ist. Ja. Also in dem Leitungswasser. Deswegen ist es ja so, dass das Wasser auch so inflationär billig bei denen ist. Deflationär, Entschuldigung. Jetzt komme ich schon mit den Fachtermini durcheinander. Oh, noch Kontrollpunkt. Verrückt. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir schon durch sind. Naja. Ich bin mir sicher, dass wir hier. Wir gehen jetzt zwei Meter und die nächste Zwischensequenz kommt wahrscheinlich. Jetzt geht's links. Schlein. Man hat ja am Anfang, finde ich, auch relativ wenig Schleim gefunden. Ich glaube prinzipiell, dass so die. Ich habe immer so einen Eindruck, dass die Entwickler dann sowas gemerkt haben, sich gedacht haben, oh scheiße, Mann, die Leute können ja gar nicht alles upgraden, was wir uns hier so gedacht haben. Wow. Ich hasse halt YOLO. Nicht ganz. Oh. Das klingt so nach. Rubik. Ja. Wer allein kann Waldbrände verhindern? Du hast du gewählt. Ach so. Aber das stimmt nicht. Die richtige Antwort lautet du. Wirst. Ja. Oh Mann, jetzt bin ich gespannt. Was wird wohl am Ende kommen? You shall not pass. Ich denke immer, das ist was zum Aufheben. Das glänzt auch immer so. Ja. Pass mal auf, jetzt kommt was in 3, 2.
Moment, ich war... Ja, im nächsten Abteil. Alles dann und sowas. Ja, ist tatsächlich nicht so Abteil. Okay, jetzt aber. 3, 2, 1. Ach, verdammt. Leiden. Ha. Huh. Verrückt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ah. Oh. Ah, haut auch schon ab. Like a Boss, einfach mal hier seine Terrorwellen durchgeschickt. Ja. Oh. Boah. Cool. Cool. Ah. Macht alles Sinn. Was so alles in so eine U-Bahn reinpasst? Ja. So eine Großküche sind wir jetzt gelandet. Hier wieder. Du hast wieder meine Forschungsergebnisse in deinem Namen veröffentlicht. Dachtest du, ich finde es nicht. Schau mal rechts, schon. Ich hab dir damit einen Gefallen getan. Du hast keinerlei Referenzen. Du hättest sonst bei einer seriösen Fachzeitschrift keine Chance. Niemand würde jemals wissen, schön, dass es dich überhaupt gibt. Oh, aber sie werden es wissen. Ich habe dich auf jede erdenkliche Weise übertroffen. Was soll's? Ich habe, was ich brauche. Fehlt nur noch die Verfahrensweise. In der Tat. Und deswegen sind wir hier. Wir? Das wagst du nicht. Du kannst es ohne mich nicht vollenden. Gut erkannt. Oh oh. Jetzt hetzt sein Team von Anwälten auf ihn. Da kommt er nicht raus. Was ich auch interessant fand, nee, jetzt bitte keine Gegner, okay. Oh, das hat man schon mal. Hast du jetzt Mitleid von mir? Kommst du voll vergessen. Oh nee, das habe ich nämlich, wollte ich gerade sagen, das habe ich ein bisschen befürchtet, dass wir schon wieder den gleichen Kampf machen müssen. Das ist halt die Frage. Oh Gott, kann ich den anzünden? Nee. Das wäre auch zu einfach gewesen. Alter, renn nicht! Alter, Konzentrier dich! Ey, den einen habe ich jetzt aber getroffen, also ich brauche mir niemand zu erzählen, dass das nicht... Jetzt, sorry! Schießt den gerade aber sehr gekonnt zwischen den Beinen durch. Ja. Ah, oh, mir reicht's. Ja, ich weiß, das war jetzt unglaublich Verschwendung. Zünd der an. Ach, das war's. Ziehst du denn einfach den Stecker. Ärgerlich. Das wollte ich jetzt nicht gedrückt. Das habe ich ganz vergessen, dass es mit dem Stecker war. Ja, ich auch. Das war jetzt ärgerlich, wie viel ich verschossen habe, aber ein paar Mal war es auch wirklich komisch. Also, ich werde es mir im Replay ansehen und werde mich tierisch drüber aufregen, was ich da gemacht habe, aber... Dabei wäre es so einfach gewesen. Ja, ist echt nicht schwer gewesen. Scheiße. Na, egal. Blöd. Sinnfreie Munitionsverschwendung. Cool, nochmal alle Level durchlebt. Im Schnelldurchlauf. Da besiegt er den Endboss so gekonnt, um dann am Ende nochmal zu failen. Egal. Tja. Wir haben Kapitel 14 überlebt, wie es ja so schön heißt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach das nächste Mal wieder in Kapitel 15. Wenn es wieder heißt, Let's Play The Evil Within mit Mark und Toffi.